Wenn Luca heute sein Haus verlässt, dann sieht er, die Stadt bietet Raum zum Leben und Fortbewegen, zum Arbeiten und Erholen. Sie versorgt uns mit Energie, Konsumgütern und Lebensmitteln. Wenn wir davon nun immer mehr brauchen, was bedeutet das für die Zukunft der Stadt? Es bedeutet noch mehr Verkehr und damit mehr Lärm und Abgase. Je mehr Wohnungen wir benötigen, desto weniger Grünflächen können wir erhalten. Das wiederum hat Auswirkungen auf unser Klima. Zugleich produzieren mehr Menschen auch mehr Müll und Emissionen. Ganz schön kompliziert. Die Bewohner einer Stadt haben viele Bedürfnisse. Sie wollen eine schöne Wohnung, sie wollen Arbeit, Bildung, saubere Luft und gute Freizeitmöglichkeiten. Je mehr Bewohner die Stadt hat, desto schwieriger wird es, alle diese Wünsche zu erfüllen. Aber auch wenn die Bewohner älter oder weniger werden, muss die Stadt der Zukunft die veränderten Bedürfnisse beachten. Gelingt das nicht, ist die Stadt nicht mehr lebenswert und die Menschen werden unzufrieden. Deswegen müssen wir gut planen. Wir müssen sicherstellen, dass es Arbeit und Bildungschancen für alle gibt. Auch Sicherheit und ein gutes Zusammenleben sind für die Menschen wichtig. Durch Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften sichern wir die Zukunft unserer Stadt. Dafür müssen wir kreativ sein, denn auch ganz neue Möglichkeiten können Lösungen bringen.